Anfang und Ausfahrt. Ich wurde 1941 zur mustern geholt und meldete mich zur Marine. Warum, das kann ich bis heute nicht genau sagen. Vielleicht war es die Abenteuerlust, die in fast jedem jungen Menschen steckt. Ich wurde 1942 nach Libau in Lettland eingezogen. Nach der Grundausbildung kam auf die Insel Sylt in Norddeutschland. Der einzige Ort hier ist Westerland. Er war vor dem Krieg ein beliebter Urlaubsort, auch für die Engländer. Jetzt ist er fast ausgestorben. Ich bin in einem Barackenlager weit außerhalb des Ortes untergebracht, in einer fast menschenleeren Gegend, außer uns 30 Mann, die entlang der Küste Wache halten. Weit hinter den Dünen stehen einige kleine Häuser, in denen Fischer wohnen. Ich sitze oft in meiner Freizeit nahe beim Strand auf einer hohen Düne und schaue aufs Meer hinaus. Ich bin zwar bei der Marine, aber auf keinem Schiff. Das sollte sich bald ändern. Beobachte oft einen alten Fischer, der jeden Tag zu seinen Netzen aufs Meer hinausfährt. Einmal, als er von diesen zurückkommt, hatte er Schwierigkeiten, sein Boot an Land zu ziehen. Ich lief hinunter zum Strand und half ihm dabei. Am nächsten Tag, als ich wieder auf der Düne saß, winkte mir der Fischer, ich sollte mit ihm mitkommen. Das war eine besondere Anerkennung für mich. Wir stießen das Boot vom Ufer ab und er ruderte es hinaus zu seinen Netzen. Es wurde dabei kein Wort gesprochen, ich hätte ihn auch nicht verstanden, denn die alten Friesen haben einen besonderen Dialekt. Aber ich wusste schon, dass diese Menschen wenig reden. Ich half ihm dabei, die Netze aufzuheben und daran hängende Fische abzunehmen. Als wir wieder am Ufer waren, sagte er ein kurzes Wort zu mir, das ich nicht verstand, aber es klang sehr freundlich. Jetzt durfte ich ihm immer helfen, das war eine schöne Abwechslung für mich. In dieser eintönigen Gegend. Ich war circa fünfmal mit ihm bei seinen Netzen, wenn wir dabei 20 Worte gewechselt haben, dann war das viel. Dabei habe ich gelernt, man muss nicht immer viel reden, um einander zu verstehen. Doch bald wurde ich auf die U-Boot-Schule nach Plön versetzt. Die Ausbildung dort war sehr streng, aber auch interessant. Danach nach Bremen, wo gerade das U-Boot gebaut wurde, auf dem ich so manches erleben sollte. Es kommt der Tag, an dem das Boot vom Stapel gelassen wird. Viele Gäste sind eingeladen. Reden werden gehalten. Dann ist es soweit. Die Taufpatin zerschlägt eine Flasche Champagner am Boot. Die Keile von dem Boot werden weggezogen. Das Boot beginnt langsam zu gleiten und wird immer schneller auf seiner Bahn, die Zentimeter dick mit einem speziellen Fett bestrichen ist. Es schlägt auf dem Wasser auf und pendelt sich ein. Dann ein Hurra für den gelungenen Stapellauf. Das Boot wird bei der Kriegsmarine als U-861 geführt. Von uns bekommt es den Namen Schwarzer Panther. Nach der Indienststellung, das heißt Fertigstellung des Bootes, wurde es mit einer neu zusammengestellten Besatzung eingefahren. Es ist ein sehr großes Boot, das für weite Fahrten gebaut ist. Die Besatzung besteht aus vielen erfahrenen Männern und einigen ganz jungen. In Kiel werden wir mit Torpedos und Treibstoff natürlich auch mit Proviant für eine lange Fahrt ausgerüstet. Am 20. April 1944 ist es soweit. Es geht auf Feindfahrt. An der Pier stehen viele Menschen, die uns verabschieden. Die ganze Freiwache ist an Deck angetreten. Da kommt das Kommando Leinen los. Jetzt wird es ernst. Es beginnt das große Winken. Wir vom seemitischen Personal haben keine Zeit dazu. Leinen einholen und verstauen. Das Ablegen muss klappen. Zwar hat jeder von uns Jungens etwas Herzklopfen dabei, aber das legt sich bald. Wir haben Vertrauen zu unserem Kommandanten. Er hat schon viele gefährliche, aber auch erfolgreiche Feindfahrten hinter sich. Dann alle unter Deck, doch jeder der Freiwache hat auch etwas zu tun. Wir im Buchraum sind sehr beengt. Die zwei Torpedos an der Decke aufgehängt, die vielen frischen Lebensmittel hoch aufgestapelt, waren bei der Einfahrtzeit nicht da. Jeder versucht, so gut er kann, sich halbwegs einzurichten. Anfangs kriegen wir auf allen Vieren zu unserer Koje. Aber was zuerst unbequem war, hat sich bald geändert. Denn 63 Mann verzehren viel jeden Tag. Die vielen Konserven, die in allen Ecken und sonst wo verstaut sind, werden erst später gegessen. Es geht durch den Skagerrak an Norwegen vorbei in den Nordatlantik. Zwischen Island und Färöer gibt es das erste Mal Anzeichen, dass wir am Feind sind. Die Amerikaner, wie auch die Engländer, hatten damals schon das Radar, ein Gerät, das uns schon aus großer Entfernung ausmachen konnte. Wir selbst hatten ein Gerät, womit man feststellen konnte, ob wir von einem Radar erfasst sind. Dann war es aber höchste Zeit, wegzutauchen. Zu dieser Zeit war der Nordatlantik von amerikanischen Flugzeugträgern und englischen U-Boot-Jägern streng überwacht. Deshalb mussten wir bei Tag immer unter Wasser fahren. Da ein U-Boot zu dieser Zeit nur mit Batterien unter Wasser fahren konnte, mussten diese in der Nacht bei Überwasserfahrt aufgeladen werden. Nun kam es aber vor, dass wir oft nachts drei bis viermal wegtauchen müssen. Da wir bei Tag dadurch immer unter Wasser fahren, wird die Tageszeit umgedreht. Um 24 Uhr Mitternacht gibt es das Mittagessen. Durch das Überwasserfahren in der Nacht war die ganze Besatzung beschäftigt, es war immer Alarmbereitschaft. Einmal, als wir wieder wegtauchen müssen, Hörten wir Wasserbomben explodieren? Es dürften mehrere gewesen sein, die uns verfolgten. Die Explosion kam aus verschiedenen Entfernungen. Wir von der Freiwache saßen auf unserem Kohlenrand und horchten mit klopfendem Herzen. Als einige Detonationen immer lauter wurden, wussten wir, dass sie näher kommen. Wir sehen uns ängstlich an, die das erste Mal die Feinfahrt mitmachen. Dabei schwirren viele Gedanken durch den Kopf was man gelernt hat, für welche Situation. Bei Volltreffer ist es aus. Wird das Boot schwer beschädigt? Bis zu 40 Meter Tiefe kann man aussteigen? Wo ist der Tauchretter? Griffbereit? Lichtausfall? Notbeleuchtung einschalten? Wassereinbruch? Schottdicht? Lenzpumpen und Leckdichten? Wieder eine Explosion, ganz nahe und sehr laut. Wir sehen durch das Schott in den nächsten Raum zu den Unteroffizieren. Was sagen ihre Minen? Sie sitzen sehr ernst da, aber von Angst keine Spur. Sie haben das schon ziemlich oft mitgemacht. Als dann auf einmal Ruhe ist, kommt unser Kommandant zu uns in den Bugraum, fragt, wie es uns geht und sagt: Jetzt habt ihr eure Feuertaufe gehabt. Wir waren alle danach sehr erleichtert. In der Nacht auf der Brücke als Ausguck lernte ich erst so richtig kennen, wo ich jetzt bin. Das Meer in stockdunkler Nacht, über uns dichte Wolken und oft arger Sturm, das ist nicht mehr die Ostsee. Dann immer wieder Alarmtauchen! Man sieht zwar keinen Feind, aber das Gerät hat wieder angezeigt. Nach mehreren feindlichen Überraschungen hatten auch wir Jungs uns dran gewöhnt. Sehr unangenehm wird es im Boot, wenn wir längere Zeit unter Wasser bleiben müssen. Wir sind 63 Mann im Boot und jeder verbraucht Sauerstoff. Nach 12 bis 15 Stunden Unterwasserfahrt ist dieser fast aufgebraucht. Man beginnt kurz zu atmen und auch Schweiß tritt aus. Die Luft im Boot wird von Zeit zu Zeit auf ihren Sauerstoffgehalt geprüft. Auch wird äußerst rationell vorgegangen. Alle Mann der Freiwache müssen sich in ihre Kurien legen, denn beim Liegen verbraucht man den wenigsten Sauerstoff. Wir haben diesen in Flaschen mit, aber er wird nach Bedarf der Luft zugesetzt. Unser Kompass zeigt immer Richtung Süd. Man merkt es auch auf der Brücke. Es wird wärmer, die See ruhiger. Auch das Alarmtauchen hört auf. Als wir das erste Mal auch bei Tage über Wasser fahren können, sehen wir uns auf der Brücke ganz erschrocken an. Die fast 70 Tage dauernde Unterwasserfahrt hat aus uns wahre Bleichgesichter gemacht. Jetzt bekommen auch alle der Besatzung die Möglichkeit, einzeln auf die Brücke zu kommen. Frische Luft zu schöpfen und sogar eine Zigarette zu rauchen. Am Äquator gab es für die meisten von uns ein seemännisches Erlebnis, die Äquatortaufe. Die Äquatortaufe ist ein alter Seemannsbrauch. Jeder Matrose, der zum ersten Mal den Äquator überquert, muss vom Schmutz der nördlichen Halbkugel gereinigt, das heißt getauft werden. Neptun, der Gott der Meere, und seine Frau Thetis kommen an Bord. Auch einige Trabanten haben sie mit. Es wird dabei mit jedem Teufling fürchterlich umgegangen. Man wird mit einem großen Pinsel eingeseift und mit einem riesigen Rasiermesser aus Holz rasiert. Dabei geht der Bart nicht ab, aber es schmerzt sehr. Dann wird man in ein großes Fass mit salzigem Meerwasser gesteckt. Darin wurde man eingetaucht und ziemlich unsanft abgebürstet. Hinterher muss jeder noch eine große Pille schlucken, die aus vielen Sachen zusammengesetzt ist, die ein Mensch nicht essen sollte. Anschließend bekommt jeder einen Schnaps, der uns zwar gut schmeckte, aber in der Verbindung mit der Pille wurde uns schlecht fast bis zum Erbrechen. Jetzt sind wir gereinigt vom Schmutz der nördlichen Halbkugel. Jeder bekommt auch einen Taufschein darüber ausgestellt. Auch eine Bordzeitung gibt es seit kurzem auf unserem Boot. Sie wird jeden Sonntag herausgegeben und es ist eine schöne Abwechslung zum alltäglichen Dienst. Sie bringt sehr viel Interessantes, besonders für uns Jungen. Insel und Meere, an denen wir vorbeifahren, sind darin beschrieben. Auch die neuesten Nachrichten von der Heimat erfahren wir. Natürlich auch das, was auf dem Boot passiert. Alle sind zur Mitarbeit eingeladen. Dadurch wird auch bekannt, was nicht sein soll im Boot, aber auch viel Lustiges. Einige Wochen später sind wir in Rio de Janeiro. Als wir in der Nacht auftauchen, sehen wir in der Ferne die Lichter von Copacabana, einem der größten Badestrände der Welt. Am liebsten wären einige von uns in das Wasser gesprungen und hinübergeschwommen. Aber wir hatten ja eine weitere, andere Aufgabe. Vor der Einfahrt zum Hafen von Rio ist auf einem Berg eine 25 Meter hohe Christusstatue aufgestellt. Sie heißt bei den Seeleuten Lukenwächter, um den Hafen zu beschützen und ist weit in das Meer hinaus zu sehen. Unser Kommandant sieht durch das Seerohr, dass die Küste und auch in der Luft alles überwacht wird. Zwar mit einfachen Mitteln, Luftschiffe mit Wasserbomben und kleine Vorpostenboote. Wir müssen jetzt wieder bei Tage unter Wasser bleiben. Endlich kommt ein Schiff heraus, ein Brasilianer. Der erste Angriff, den ich erlebte. Es geht alles, wie man es gelernt hat. Der Kommandant gibt alle Daten durch, die am Torpedo oder auch in der Richtung des Bootes eingestellt werden müssen. Dann: Rohr 1, los! Vom Bugraum kommt die Durchsage: Torpedo läuft! Nach kurzer Zeit eine Detonation. Das Schiff ist getroffen und sinkt. Für die meisten von uns Jungen etwas Schreckliches, aber es ist Krieg. Aber nun ist der Strand nicht mehr beleuchtet. Aber auch wir müssen uns weiter von der Küste absetzen, denn man beginnt nach uns zu suchen. Es kommt auch vor, dass wir ein Schiff ausmachen, dieses dann in einer gewissen Entfernung verfolgen. Wenn die dann ihre Beleuchtung eingeschaltet hatten und wir den Namen lesen konnten, Merkten wir, dass es ein neutrales war und machten wieder kehrt. Doch dann kommt uns nochmal ein Schiff in Sicht, ein Amerikaner. Mit zwei Torpedos wird er versenkt. Jetzt fahren wir Richtung Osten zum Indischen Ozean. Zwischendurch haben wir auch erfahren, wohin es geht: nach Java in Südostasien. Indischer Ozean. Am Kap der Guten Hoffnung vorbei fahren wir jetzt mit unserem U-Boot wieder nördlich Richtung Madagaskar. Es wird ein kleiner Geleitzug gesichtet. Alle Mann an Bord sind in Hochspannung. Wir fahren am Abend an diesen heran. Unser Kommandant schießt erst aus kurzer Entfernung, um sicher zu treffen. Dann zwei Torpedos. Los. Beide treffen einen Tanker, er sinkt. Jetzt beginnt ein großes Durcheinander. Die Bewacher, zwei Korvetten, schießen Leuchtkugeln. Die ganze See ist hell beleuchtet. Aber wir kommen gut weg. Nach einer Unterwasserhorchpeilung wird noch ein Schiff ausgemacht. Alles wieder wie schon gehabt. ist ein Frachter, auch er wird versenkt. Ein dritter Frachter entkommt uns. Wir haben keine Torpedos mehr in den Rohren. Danach werden die Torpedos, sie sind außerhalb des Bootes in Behältern gelagert, bei ruhiger See in den Bug- und Heckraum zum Nachladen gebracht. Als wir vor Tamatave, es ist der größte Hafen von Madagaskar, auf und abfahren, kommt kein Schiff heraus. Wir hatten dort einen regen Schiffsverkehr erwartet. So fuhren wir, getaucht auf Seerotiefe, in den Hafen ein. Die Enttäuschung war groß. Der Kommandant sah durch das Seerohr kein Schiff, das für uns interessant gewesen wäre. Also fuhren wir wieder weg. Die Fahrt geht weiter, nördlicher. Eine Insel kommt in Sicht. Aldabra, ein Atoll zur Inselgruppe der Seychellen gehörig. Vor Aldabra angekommen, sehen die meisten von uns zum ersten Mal in ihrem Leben eine tropische Insel. Das Meer zuerst tiefblau, dem Strand zu grün, dann gelb, der Strand aus weißem Sand, dahinter viel große Palmen. Ein großes Schlauchboot wird ausgesetzt, um die Insel zu erkunden. Dabei war aber viel Vorsicht notwendig, denn wir fahren ja im Feindesland. Außerdem so nah an der Küste, wo wir beim Angriff nicht tauchen konnten. Nun unser Pech. Das Schlauchboot mit seiner Besatzung ist circa auf der halben Strecke, da kommt ein feindliches Flugzeug direkt auf uns zu. Das Schlauchboot wird sofort mit dem vereinbarten Signal zurückgerufen. Die Flakwaffen sind alle besetzt, doch das Flugzeug dreht in einiger Entfernung ab. Hat es uns nicht entdeckt oder holt es Verstärkung? Die Männer und das Schlauchboot werden an Bord gebracht, wir fahren wieder auf die offene See. Die Freude, einmal auf einer fast unbewohnten tropischen Insel zu sein, war kurz. Es ist sehr heiß in dieser Zone. Das Meerwasser hat 30 Grad. Man schwitzt, auch wenn man nichts tut. Am ärgsten trifft es die Männer im Dieselraum. Dort hat es 50 bis 60 Grad, dazu der Gestank von Öl und Fett. Unser Trinkwasser wird mit einem Aggregat aus dem Salzwasser gewonnen. Da hier dessen Salzgehalt sehr hoch ist, kann man nur sehr begrenzt Trinkwasser herstellen und es muss daher rationiert werden. Die Männer im Maschinenraum bekommen davon etwas mehr, aber im Verhältnis zu dem, was sie gleich wieder ausschwitzen, fast zu wenig. Wir vom seemännischen Personal haben es besser, denn zweimal pro Tag stehen wir vier Stunden auf der Brücke als Ausguck und haben dabei frische Luft und etwas Abkühlung durch den Fahrtwind. Einmal fahren wir sogar auf eine Regenwolke zu. Viele können ein erfrischendes Bad nehmen. Die See ist in dieser Jahreszeit hier sehr ruhig, manchmal spiegelglatt, aber zum Baden zu gefährlich, wegen der Haie, die da herumschwimmen. Wir müssen auch jederzeit mit einem feindlichen Angriff rechnen. Es wird wieder ein feindliches Schiff gesichtet. Am Abend fahren wir zu einem Überwasserangriff heran. Auch klappt alles, wie es sein muss. Das Schiff wird versenkt. Nach jedem Schiff, das wir versenken, bekommt jeder in der Besatzung einen Schnaps. Das kommt gerade richtig für mich. Heute habe ich meinen 20. Geburtstag. Auf dieser Fahrt haben wir insgesamt fünf Schiffe versenkt. Durch unseren Steuermann Götze erfuhr ich nach 35 Jahren, dass fast alle Menschen, von diesen Schiffen gerettet wurden. Die Fahrt ging nun nach Penang und Java. Es war noch eine weite Strecke und hatte noch viel Erlebnisse für uns. Auch gab es eine schwierige Operation, die unser Arzt machen musste. Von unserem Maschinenpersonal kommt ein Mann zu ihm und klagt über arge Schmerzen hinter dem Ohr. Er konnte fast seinen Kopf nicht mehr bewegen. Der Arzt untersucht ihn und stellt eine Mittelohrentzündung fest, aber schon sehr weit fortgeschritten. Der Mann ist zu spät zu ihm gekommen. Er hat die Schmerzen immer verbissen. Was soll geschehen? Der Arzt bespricht sich mit dem Kommandanten. Bis zum nächsten Hafen wird er es nicht überleben, er muss sofort operiert werden. Darauf fragt unser Kommandant den Arzt, ob er so eine Operation schon gemacht hat. Er sagte, nein, aber wird es trotzdem wagen. Dann kommt noch ein Problem. Er hat dafür keine geeigneten Instrumente an Bord. Da springt der leidende Ingenieur ein und sagt, wenn er wüsste, wie solche aussehen, könnte er sie herstellen. Daraufhin lässt der Arzt einen kleinen Meißel mit feinster Schärfe und einen kleinen Löffel zum Auskatzen herstellen. Er muss dabei auch die Schädeldecke hinter dem Ohr aufstemmen. Es wird auf große Tiefe getaucht, bis das Boot ganz ruhig ist. Im Offizierraum wird der Patient auf dem Tisch aufgeschnallt. Vom Sanitäter wird er mit Ether betäubt. Daraufhin beginnt der Arzt die Operation. Der Kommandant assistiert dabei. Der Geruch von Jod und Ether zieht durch das ganze Boot. Es ist eigenartig ruhig in allen Räumen. Endlich hört man das Wort fertig. Alle Atmen erleichtern auf. In Penang konnte der Patient wieder überall mit uns dabei sein. Das Meer ist sehr vielfältig. Wir sehen fliegende Fische, die bis 100 Meter weit über das Wasser dahin segeln. Das machen sie, wenn sie verfolgt werden. Wenn einer zufällig auf unserem Boot landet, werfen wir ihn wieder ins Meer. Dann die Albatrosse, auch Meeresschafe genannt. Vögel bis dreieinhalb Meter Flügelspannweite begleiten uns oft tagelang. Sie sind die besten Gleiter der Welt. Sie können stundenlang ohne Flügelschlag dahin segeln und sind sehr schön anzusehen. Einmal wollten wir einen fangen. Unser Steuermann hatte eine spezielle Angel dafür hergestellt: ein Dreieck aus Holz an einer langen Leine. Diese schleppten wir oft stundenlang hinter uns nach. Sie hat immer viel zu viel Tiefgang. Dafür hatten wir keinen Erfolg und wir gaben auf. Ein besonderes Naturereignis ist das Elmsfeuer. Es entsteht bei elektrisch geladener Luft vor einem Gewitter. Die Umrisse vom ganzen Boot, auch wie auf der Brücke, leuchteten dabei hell auf, was sehr gespenstisch ausschaute. Schön ist am Abend der Sonnenuntergang. Er sieht dabei aus, als wenn die Sonne in das Meer hineinsinkt, farbenfroh, wie man es im Norden selten sieht. Das Erlebnis beim Sonnenaufgang ist ähnlich schön. Der Sternhimmel bei klarer Nacht ist großartig. Das Kreuz des Südens. Ein Sternbild, das wir auf der nördlichen Halbkugel nie sehen. Auch alle anderen Sternbilder sind klar und schön zu sehen. Alles wirkt so nah. Man denkt aber doch bei allem, dass es auch zu Hause viel Schönes gibt. Manchmal sehen wir auch große Schildkröten, die sehr lange im Meer herumschwimmen. Ein Ausguck sieht dann einmal am Horizont einen weißen Dampf. Er glaubt, es ist ein Dampfer. Der Kommandant wird auf die Brücke gerufen. Nach kurzem weiß er, es ist ein Wal, der immer das aufgenommene Wasser nach oben ausbläst. Der Wal kommt näher an das Boot heran, ein Koloss von einem Wal. Er taucht immer weg und kommt dann wieder mit seinem großen Rücken an die Oberfläche. Wir stellen dabei Vergleiche an. Wir sind auf einem Menschen hergestellten U-Boot. Er ist von der Natur geschaffen. Wer wird länger da sein? Einmal sehen wir auch ein ganzes Rudelwale. Doch auf einmal hört das Schönwetter auf. Wir kommen in den Monsunregen, ähnlich unserem Salzburger Schnürrelregen, aber viel ergiebiger. Penang ist aber nicht mehr weit. Es ist eine kleine Insel vor der malaiischen Halbinsel. Sie ist von den Japanern besetzt, also Verbündete. Wir freuen uns alle, bald in einen Hafen einzulaufen. Nach einer fast sechs Monate dauernden Fahrt und wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Beim vereinbarten Treffpunkt kommt ein kleines Vorpostenboot der Japaner auf uns zu. Auch ein deutscher Marineoffizier als Lotse ist mit. Einen großen Korb mit Bananen, Ananas und anderen Südfrüchten haben sie uns mitgebracht. Jetzt ist es für uns alle Gewissheit, bald sind wir wieder an Land. Doch es ist nicht gleich so, wie wir uns das vorstellen. Die Engländer wissen, dass hier deutsche U-Boote durchfahren. Ihre U-Boote liegen daher immer auf der Lauer. Ein deutsches U-Boot, das einen Tag vor uns da war, wurde kurz vor dem sicheren Hafen von diesen versenkt. Aber wir kommen gut bis Penang. An Land in Penang. Wir laufen mit unserem U-Boot im Hafen von Penang ein. An der Pier werden wir von hohen japanischen Offizieren und auch deutschen Marineangehörigen begrüßt. Auch eine Musikkapelle ist angetreten. Lauter Einheimische in bunter Uniform. Wir bekommen schöne Quartiere zugewiesen. Zuerst wird ein Bad genommen und rasiert, auch frische Kleidung angezogen. Man fühlt sich wie neu geboren. Vor der Besetzung durch die Japaner war die Insel in englischem Besitz. Die Engländer verbrachten hier gerne ihren Urlaub. Deshalb sind die Hotels auch sehr gut eingerichtet. Am nächsten Tag besichtigen wir die Stadt. Alles ist neu für uns. Die Menschen in allen Farbschattierungen, die Häuser, die Läden mit den vielen nie gesehenen Südfrüchten. Und den anderen Sachen, die es in diesem Land gibt. Man kann alles kaufen. Statt Taxi gibt es hier die Rikscha und auch die Batchcar. Ersteres ist ein zweirädriges Fahrzeug und man wird von einem Kuli gezogen. Das zweite ist moderner. Die zwei Sitzplätze hängen an einem Fahrrad. Der Kuli braucht nur zu treten. Es kostet fast nichts. Man geht daher fast nie zu Fuß. Auch für Unterhaltung gibt es viele schöne Lokale. Auf einem kleinen Berg, Penang Hill genannt, ist ein großer Swimmingpool mit vielen kleinen Pavillons rundherum angelegt. Das Wasser ist glasklar und frisch. Das Bad wird sehr gerne von uns besucht. Einmal sind wir von den Japanern zu einem Essen eingeladen. In ihrem Casino ist alles schön eingedeckt. Bei jedem Gedeck liegen zwei Stäbchen. Wir schauen etwas ratlos auf diese. Beim Anblick der vielen guten Speisen, die auf dem Tisch stehen, läuft uns allerdings das Wasser im Mund zusammen. Nach der Begrüßung beginnen die Japaner sofort, ihre Teller zu füllen und mit ihren Stäbchen zu essen. Wir machen dasselbe, doch mit den Stäbchen will es nicht so recht klappen. Einige von uns nehmen dann ihre Finger dazu. Die Japaner zeigen uns hier ihr undurchsichtiges asiatisches Lächeln. Doch bald werden auch Messer und Kabeln gebracht. Sie wollten uns nur zeigen, wie ein original japanischer Tisch gedeckt ist. Nach dem Essen singt uns eine Gruppe japanischer Mädchen einige Lieder auf Deutsch vor, unter anderem am Brunnen vor dem Tore. Die Japaner sind große Liebhaber deutscher Musik und deutschen Liedern. Es wurde danach noch lange gefeiert und wir gingen sehr spät zu Bett. Aber bald geht es weiter nach Serobaya auf Java. Bei der Fahrt dorthin hatten wir viel Glück. Ein englisches U-Boot hatte uns dort aufgelauert. Dabei kam es zu einem für uns günstigen Missverständnis. Ein Begleitflugzeug für uns flog über dieses Boot und glaubte, das seien wir, aber dieses tauchte weg. Erst in Singapur erfuhren wir, dass das Flugzeug ein feindliches U-Boot gesichtet hatte. In Singapur wird kurz Zwischenstation gemacht. Die Stadt ist sehr modern und mit allen technischen Neuheiten eingerichtet. Der Hafen ist eine natürliche Festung. Links und rechts der schmalen Hafeneinfahrt sind hohe Felsen. In diesen sind Bunker ausgebrochen und schwere Geschütze daran aufgestellt. Dieser Hafen galt sehr lange als uneinnehmbar, bis es die Japaner mit ganz primitiven Mitteln schafften. Die Japaner griffen nämlich die Stadt von hinten an, wo ein flacher Uferstreifen liegt. Mit Kampfschwimmern, die nur ein Messer mit hatten, rollten sie die Stadt von hinten auf. Die schweren Geschütze in den Bunkern. Waren zur Verteidigung unbrauchbar. Wir besuchen auch ein Ehrenmal für die Gefallenen bei diesem Kampf. Das steht auf einem Berg außerhalb der Stadt. Wir besichtigen auch einen Tempel, der nur den Schildkröten geweiht ist. Da gibt es Schildkröten in jedem Alter und jeder Größe. Manche sollen bis 300 Jahre alt sein. Sie werden von der Bevölkerung sehr verehrt. An sumas entlang fahren wir dann nach Serebaya, den zweitgrößten Hafen von Java. Java war vor der Besetzung durch die Japaner eine holländische Kolonie. Die Stadt ist sauber angelegt und wie in ihrer Heimat mit vielen schönen Anlagen und Blumen, aber tropischen geschmückt. Natürlich gibt es auch hier, wie in jeder größeren Stadt in der Welt, Slums, also Hütten für die Armen, die aus allem möglichen Material zusammengebaut sind. Manche haben überhaupt kein Zuhause. Sie tragen tagsüber nur eine Reisstrommatte mit sich, betteln den ganzen Tag. Abends rollen sie die Matte dann irgendwo in einem Winkel auf dem Boden auf und schlafen drauf. Die warme Witterung lässt dies zu. Das angenehme für uns ist, dass wir auch ins Zivil gehen dürfen. Wir gehen oft in den Bazar, wo es alles Mögliche zu kaufen gibt, was man sich nur denken kann. Es wird bei jedem Kauf sehr lange gefeilscht. Man hat dabei das Gefühl, dass der Verkäufer mehr Freude an dem langen Palaver als an dem Verkauf hat. Es gibt auch einen großen Spielpark mit allen möglichen Glücksspielen, vom einfachsten bis zum Roulette. Er ist täglich am Abend überfüllt bis spät in die Nacht. Die Menschen hier dürfen ihr Leben mehr als ein Spiel ansehen als wir Europäer. Auch für gut Unterhaltung hat man für uns gesorgt. Ein schönes, großes Lokal war speziell nur für uns eingerichtet, zum Tanzen und sonstigen Freuden. Interessant war auch ein Besuch, in einem original-javanischen Theater. Hinten auf der Bühne am Boden die Musikanten. Vorne stehen die Schauspieler. Drei, manchmal auch mehrere, in einer Reihe nebeneinander. Sie sind alle in bunten, dekorativen, bis zum Boden reichenden Gewändern. Wenn die Musik einsetzt, hauptsächlich mit Gamelang-Instrumenten, beginnen alle in kurzen Schritten vor und zurück und auch in langsamen Drehungen sich zu bewegen. Auch mit den Händen führen sie bestimmte Gesten aus, es wird dabei nicht gesprochen. Wir wissen nicht, was es darstellen soll. Doch die Einheimischen sind begeistert davon. Sie zeigen das nicht mit Händeklatschen, wie wir Europäer, sondern trampeln mit ihren Füßen am Boden. Wir besuchen auch gerne die chinesischen Restaurants. Man sitzt in diesen am Fußboden auf einem Polster. Der Tisch ist dementsprechend niedriger. Am Kopfende vom Tisch steht ein kleiner Holzkohleofen. Aus diesem wird dann die gewünschte Speise zubereitet. Wenn es nicht immer so gut schmeckte, wie wir uns das vorstellen, machte uns das nichts aus. Das Zusehen beim Zubereiten durch ein junges Mädchen machte es wieder gut. Auch viel anderes gab es noch: ein Trabrennplatz, auf dem jeden Sonntag nachmittags ein Rennen veranstaltet wurde. Dabei wurde viel gewettet. Dann die spezielle Sportart der Asiaten, die Hahnenkämpfe. Ein sehr rohes Spiel mit den Tieren. Dabei wird diesen eine scharfe Klinge an ein Bein gebunden. Dann werden sie aufeinander gehetzt. Sie müssen so lange kämpfen, bis einer umfällt und verblutet. Auch dabei wird sehr viel gewertet Und alle Einheimischen sind mit großer Begeisterung dabei. Auch eine Bergtour auf einen der höchsten Berge von Java, er hat über 2000 Meter Seehöhe, machten wir. 1945 Heimfahrt von Java. Wir hatten unser Boot mit Zinn, Rohgummi, Rohjod und Chinin. Letzteres für die Krankenhäuser und Lazarette zu Hause, beladen. Bei der Ausfahrt aus dem Hafen Surabaya hatten wir einige Schwierigkeiten. Während der Nacht wurde die Ausfahrt von den Amerikanern mit Minen verlegt. Tagsüber wurden diese zum größten Teil von den Japanern wieder geräumt. Endlich war es soweit, wir fuhren aus Richtung Heimat. Doch bald stellte sich heraus, dass nicht nur die Amerikaner unsere Heimfahrt behindern können, sondern auch unsere Dieselmotoren. Die Männer von der Maschine mussten Schwerarbeit leisten, um diese wieder in Ordnung zu bringen. Zu unserer aller Freude durften wir einen kleinen Affen als Maskottchen mitnehmen. Er war sehr gelehrig und wir hatten viel Spaß mit ihm. Doch eines Tages saß er verkrümmt in einer Ecke und nahm kein Futter mehr. Auch unser Arzt konnte ihm nicht helfen und wir wussten alle, dass er bald verenden wird. Da alle Seeleute auf der ganzen Welt etwas abergläubisch sind, wenn es einen Toten an Bord gibt, das es Unglück bringt, wurde beschlossen, ihn lebend ins Meer zu werfen. Danach war im ganzen Boot Trauerstimmung zu beobachten. Es ging heimwärts, aber für alle viel zu langsam. Dann kommen wir wieder am Kap der Guten Hoffnung vorbei und fahren nordwärts. Auch schön heiß wird es wieder, aber jetzt waren wir schon daran gewöhnt. An Neufundland vorbei sind wir nun wieder im Nordatlantik. Es ist März. Dort sind die schwersten Stürme um diese Zeit. Einmal haben wir sogar Windstärke 11, Tief hängende schwere Wolken über uns. Der Sturm und die hochgehende See, die mit haushohen Wellen über das Boot darüber rollt, machen einen ohrenbetäubenden, furchterregenden Lärm. Wir auf der Brücke sind zwar angeschnallt, aber die hohen Wellen werfen uns immer wieder zu Boden. Man hat bei solchem Unwetter keinen Feind zu befürchten, denn der hat genauso wie wir mit sich selbst zu tun. Aber die Natur kennt auch keinen Erbarmen. Man erkennt dabei erst, wie klein und hilflos der Mensch gegenüber der Natur ist. In einer Nacht melde ich mich als Ausguck auf der Brücke, bin noch nicht angeschnallt, da läuft eine hohe Welle über unser Boot. Diese hebt mich auf, dabei sind meine letzten Gedanken an meine Mutter und ob ich nichts Schlechtes getan habe im Leben. Ich hatte Glück, ich blieb an der Reling des Wintergartens hängen, so nannten wir das Plateau, auf dem unsere 2 cm Flakgeschütze stehen. Fast wäre für mich die Fahrt zu früh beendet gewesen. Nicht nur auf der Brücke ist es grimmig kalt, auch im Bootsinneren, außer im Dieselraum, wo sich aber nur die diensthabenden Maschinisten aufhalten dürfen. Ein kleiner Ausgleich für die mörderische Hitze, die sie in den tropischen Gewässern aushalten mussten. Wir ziehen alle Unterwäsche an, die wir haben, manchmal bis vier Hemden und so weiter. Und das Waschen ist somit auch nicht einfach. Dann kommen wir an Grönland vorbei. Es ist gerade die Zeit, wo das Treibeis abbricht. Und wie die Eisberge für die Schifffahrt viele Gefahren bringen. Eines Nachts sieht die Brückenwache starken Nebel voraus. Dies wird an den Kommandanten durchgegeben. Er kommt auf die Brücke und weiß sofort, das ist Treibeis. Aber es ist bereits zu spät. Wir sind im Treibeis. Beim Auftreffen auf dieses bekommt das Boot einen schweren Schlag. Wir Freiwächter im Bugraum fliegen fast alle aus unseren Kojen. Der Bug des Bootes wird dabei arg beschädigt. Auch die Antenne ist abgerissen. Man muss das Boot durch vorsichtiges Manövrieren zwischen den großen Eisschollen in die freie See bringen. Auch im hohen Norden gibt es von der Natur her große Erlebnisse. Die Stürme und die dabei hochgehende See, das Treibeis, aber auch das Nordlicht, das vor Gewittern in allen Regenbogenfarben aufleuchtet. Wir kamen durch die Erfahrung unseres Kommandanten, des leidenden Ingenieurs und des Steuermanns auch mit viel Glück gut bis nach Trondheim in Norwegen. In Drontheim und Ende der Fahrt. Fast genau auf den Tage, am 19. April, nach einem Jahr seit der Ausfahrt aus Kiel, laufen wir im Hafen von Drontheim ein, haben wieder festen Boden unter den Füßen. Nach Hause konnten wir nicht mehr. Das Rohjod und Chinin wurde aber trotzdem noch nach Hause eingeflogen. Unser Boot wurde in einem U-Boot-Bunker untergebracht. Die Einschränkungen, die der Krieg mit sich brachte, sind hier überall spürbar. Es kommt der 8. Mai. Das Kriegsende. Wir müssen unser Boot den Engländern übergeben und nach Irland bringen. Kurz vor der Abfahrt dorthin sehen wir dann noch die Mitternachtssonne, die nur in der Nähe der Arktis zu sehen ist. Es ist in der Nacht fast genauso hell, als wenn es ein trüber Tag wäre. Man weiß dann nicht, ist es jetzt Tag oder Nacht. Es waren mehrere U-Boote, die von Trondheim nach Irland überstellt werden mussten. Mit der Hälfte der Besatzung vom Boot fahren wir bis Flow, einem großen englischen Kriegshafen. Da kam ein englischer Offizier mit einigen Matrosen an Bord und hisst die englische Kriegsflagge zum Zeichen der Übernahme. Von da fahren wir weiter bis Belfast in Nordirland. Das ist das Ende der großen Fahrt. Da man mit der Zeit mehr und mehr das Schlechte vergisst, das Schöne und Gute aber genauso stetig an Glanze gewinnt, ist es, wie es immer war. In der Erinnerung... Ist alles schön. Der letzte Absatz ist aus unserer Bordzeitung von unserem ehemaligen Steuermann auf U861, Gustav Kötsche.